Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 5 Fragen, 5 Antworten. Hallo Stefan. Hallo Alexandra. Im dritten Anlauf hat es jetzt geklappt, oder? Die 3 ist ja heute eine ganz besondere Zahl. Die 3? 3 Jahre. 3 Jahre. 3 Jahre, 5 Fragen, 5 Antworten. Wie viele Fragen hast du denn insgesamt bisher gestellt? Warte mal, 150 Sendungen ungefähr, ne? Mal 5 Fragen. Also ungefähr 1000 darf man, also ungefähr 900 Fragen und 900 Antworten. Oder? 150 mal 5? Ja. Ist doch nicht. 150 mal 5? Ist 750, oder? Ja, aber es waren ja teilweise mehr Fragen. Ach so. Ungefähr. Ja. Ja. So. Das ist ja eine ganze Menge. Genau. 3 Jahre haben wir es jetzt ausgehalten, jede Woche ohne Unterbrechung. Genau, nie irgendwas wiederholt, gelegentlich mal ein bisschen im Voraus aufgezeichnet, aber ansonsten alles ganz, ganz koscher bei uns. Aus dem Krankenbett habe ich mal gedreht. Das war, wo diese komische Tapete im Hintergrund war, ne? Ja. Dann hatten wir schon mal getrennt von Tisch und Bett, hatten wir ja auch schon das, mal hier. Ja. Der eine saß im Garten, der andere, ja. Also andere saß zu Hause. Höhen und Tiefen durchgemacht. Genau. Teilweise mit Bart, teilweise ohne Bart. Bei mir auch. Ja, teilweise mit Windrädern und Jetstream und teilweise ohne. Ja, und zur Feier des Tages haben wir ja mal einen kurzen Ausschnitt aus unserer ersten Folge vorbereitet, damit man auch die optische Veränderung sieht. Wird das eingeblendet jetzt gleich? Jetzt gleich. Ah ja, okay, schön. Jetzt. Die AfD hat vor einiger Zeit einen Antrag eingebracht, der sich kritisch mit den Ruhebezügen des Bundespräsidenten auseinandersetzt. 20.000 Euro im Monat bis zum Lebensende. Das gleiche wie ein aktiver Bundespräsident erhält auch der Bundespräsidentenrente. Da wollen wir ran, das wollen wir abschaffen. Eure Forderungen sind also viel weitgehender als das, was jetzt gefordert wurde? Genau, wir waren eher und auch weitergehender. Wir haben also, wir möchten den Zustand wiederherstellen von 1953. Damals hat ein Bundespräsident im Ruhestand halbierte Bezüge bekommen. Es trifft jeden Rentner, jeden Pensionär, dass weniger gezahlt wird. Dem Bundespräsidenten muss es so auch treffen. Außerdem müssen natürlich Nebeneinkünfte angerechnet werden. Also wir waren eher und wir sind besser als die Altparteien, aber das ist ja nichts Besonderes. Ist ja immer so. Welche Vorstellungen hat denn die AfD konkret, wenn es um die Ausstattung des Bundespräsidenten geht? Ja, er soll natürlich nicht darben bis zu seinem Lebensende, aber 10.000 Euro im Monat, denke ich mal, sind auch vertretbar, um ein angenehmes Leben führen zu können. Darüber hinaus kann er ja dazu verdienen und das würde dann angerechnet. Wir haben ja zum Beispiel Herrn Wulff, der ordentlich dazu verdienen soll, neben seinen Bezügen als Bundespräsident. Also da muss ganz klar gekürzt werden, dass er nicht hungern soll, ist klar, aber auch keine Luxusversorgung. Aber es ist ganz schön gefährlich hier heute. Ich glaube, das ist ja richtig. Wir brauchen mal eine Feng Shui-Beraterin. Haben wir ja. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Haben wir alles in der Partei. Wir haben alle, also Menschen mit jeder Form von Kompetenz, die können wir ja auch mal einladen. Ist nicht Feng Shui auch so eine Wissenschaft, welcher Winkel nicht so hier und so spitze genau, Sachen? Und die wird bestätigen, wenn mir das Ding im Auge hängt, dass es das schlechtes Karma gibt. Die Beraterin. Ja. Ja, also wir könnten ja mal, wir schauen uns mal um. Ob wir so jemanden finden. Genau. Und wo ist jetzt hier Feng Shui-Problematik? Die Feng Shui-Problematik ist in Altenburg, ne? Ja. In dem Büro haben wir, glaube ich, schon mal gedreht, ja. Aber zu einem Zeitpunkt, als es noch nicht mein oder mit mein Büro war. Und ich bin jetzt seit ein paar Wochen hier in Altenburg vertreten. Schon eine schöne Eröffnungsfeier. Altenburger Land. Ja, ein Problem haben wir zurzeit, weil Frank-Walter Steinmeier uns hier die Corona-Sache reingeschleppt hat, ne? Ja, bisher ging es, aber jetzt. Alle krank. Da hat man mal Besuch aus Berlin, kommt Frank-Walter Fischwilli vorbei und vergiftet gleich alle Menschen. Das fand ich jetzt auch nicht so gut. Der ein oder andere wird auch denken, er sieht doppelt, weil er heute 2 Brandners sieht. Einer schaut mir über die Schulter, ne? Ja, der ist irgendwie immer hier im Büro. Das ist ein ziemlich fleißiger Typ. Der hat Stehvermögen. Absolut. Steht immer in der Ecke und sagt kein Wort, ne? Ja, eigentlich ganz gut. So stellen sich manche den Brandner wirklich vor. Ja. Stelle ich in die Ecke und sage nichts, aber ist schwierig. Es gab bei der letzten Sendung einen Kommentar, dass dir besonders hoch anzurechnen ist, dass du es so lange mit mir aushältst schon. Es hatte erstaunlich viele Likes. Das ich habe alle ist auch direkt richtig. Blockiert. Ehrlich jetzt? So eine Frechheit, lass mir nicht gefallen. Ja, aber der ist schon was, ist ein wahrer Kern. Aber bisher lief das ja ganz, ganz professionell. Mhm. Professionell ist auch die Jacke übrigens. Also, ne? Stimmt. Wir hatten ja die T-Shirts, nee, ja. die Poloshirts. Poloshirts hatten wir. Ich drehe mich mal eben kurz um. Kann man es hier gucken. Hier, Freiheit, Demokratie, Grundrechte steht da hinten drauf, ne? Hoffe ich. Ich auch. Und da haben wir jetzt die Soft-Shell-Jacken. Heißen die so? Heißen so, ne? Heißen so, ja. Ich habe das mal, ja. Weil die so soft sind. Und so Shell. Ja.
Ja, und die haben wir jetzt heute zur Feier des Tages uns mal übergeworfen, auch schon im Vorgriff darauf, ich weiß ja nicht, warum heute 5 Fragen und 5 Antworten sich dreht, auch im Hinblick darauf, dass der ein oder andere Altparteienpolitiker ja gesagt hat, Leute, spart Energie, 15 Grad in der Bude reichen auch und da muss man sich halt ein bisschen dicker anziehen und wir haben mit den Softshell-Jacken da schon mal ein bisschen vorgebaut. Ja, und das Wetter ist auch entsprechend, dass man so eine Softshell-Jacke auch gut gebrauchen kann. Ist von 15 Grad hier nicht weit entfernt, nee. Also draußen sowieso nicht. Also da ist schon, sind wir sehr weit von 15 Grad entfernt. Nach unten. Absolut. Genau, ja. So, uns geht es heute darum, wir haben jetzt... Also ich werde richtig nervös, wenn das Ding, pass auf deinen rechten Augapfel auf. Uns, wir haben jetzt seit gut 100 Tagen eine neue Regierung und eigentlich macht man nach 100 Tagen ja oft so einen Cut, wie man so schön sagt, und guckt sich an, wie es bisher gelaufen ist. Wie ist es bisher gelaufen? Genau, ich weiß gar nicht, wo diese 100-Tage-Regelung herkommt. Ich meine aus dem Amerikanischen. Mhm. Irgend so ein Präsident oder wie wurde gesagt, aber 100, die ersten 100 Tage ist sozusagen zum Üben. Da sind wir als Opposition mal ein bisschen gnädig und so. Aber das, ich meine, gut, die haben einen relativ schwierigen Start, kann man, ne? Die haben ja ihre Ideologieprojekte da gehabt und alles mit Streichel und so und Klima und weiß ich nicht. Und plötzlich, zeichnet sich die feministische Außenpolitik dadurch aus, dass Atombomber gekauft werden. Das hat sich, glaube ich, Frau Baerbock so auch nicht vorgestellt. Die hat wahrscheinlich gedacht, die jettet durch die Weltgeschichte und rettet das Klima, dass die jetzt mal dafür verantwortlich gemacht wird, den größten Aufwuchs aller Zeiten in der bundesdeutschen Geschichte zu verantworten, hat sich wahrscheinlich auch nicht gedacht. Also der Start war schon ein bisschen schwierig. Allerdings war von vornherein klar, in der Regierung sitzen von den Grünen nur Deppen und Deppinnen. Und von den anderen ganz überwiegend Deppen und Deppinnen, sodass man also, ist völlig egal, ob man jetzt 1, 10, 100 oder 1000 Tage abwartet, das kann nichts werden und das wird auch nichts werden. Ja, ich habe es eigentlich schon mal so formuliert, schlimmer geht's immer. Wir haben freudig über Jahre gerufen, Merkel muss weg, Merkel ist weg und es wurde schlimmer. Ja, genau. Da haben wir jetzt den, Scholz setzt das ja irgendwie nahtlos fort, aber noch Richtung Abgrund. Ja, eigentlich macht er gar nichts. Also eigentlich sind wir schon im Abgrund, ne? Wir haben jetzt verschiedene Gespräche auch heute gehabt, also was die Entwicklung der Erzeugerpreise angeht und dann natürlich letztendlich auch der Verbraucherpreise. Das ist ja, das steht, glaube ich, da stehen wir ganz am Anfang einer absolut gefährlichen Entwicklung, einer Entwicklung, die keiner so hätte absehen können. Aber klar, stimmt schon. Merkel muss weg. Inzwischen denkt man sich, hätten wir das mal nicht so laut gerufen. Und wo wir gerade Merkel haben, wir haben es ja schon thematisiert, die bekommt ja jetzt nochmal einen ordentlichen Packen Geld draufgelegt. Ja, die bekommt so eine Pensionszulage, ne? Mhm. Aber das hängt natürlich damit zusammen, dass nach dem Bundesministergesetz die Bundesminister einen ordentlichen Zuschlag bekommen. So, die Minister so, glaube ich, knapp 300 Euro, der Kanzler knapp 400 Euro, der Bundespräsident auch so um die 350 Euro pro Monat. Ja. Ja, also das, was jetzt hier als großer Energiekostenzuschuss, 300 brutto, kriegt jeder sozialversicherungspflichtig, also die Rentner, glaube ich, sind auch außen vor, ne? Ja, ich glaube schon. 300 brutto kriegt jeder so einmalig und der Staat ist dadurch so richtig großzügig, das stecken die sich jetzt jeden Monat in die Tasche in der Bundesregierung. Da hängt natürlich auch so ein bisschen die Art und Weise, wie zum einen mit Regierungsmitgliedern umgegangen wird, zum anderen mit den normalen Bürgern, das ist etwas schief. Ja, und eben nicht nur die in der Regierung gerade sind, sondern eben auch die mal waren. Also auch Gerhard Schröder. Der hat es besonders nötig, glaube ich, 300, wobei die kriegen ja nur ihre knapp 70%, ne? Ja, tut mir leid. Aber dafür haben sie auch noch einen ganzen Haufen Mitarbeiter. Ja. Also. So, aber jetzt wollen wir mal durchgehen, was so die übelsten Vertreter sind. Es ist eigentlich schon fast zur Tradition geworden, wir müssen reden über Karl Lauterbach. Achso, ich dachte jetzt erst, wir fangen mit Verteidigungs- und Innenministerinnen an. Klabauterbach. Gut, aber das war ja auch absehbar. Ne? Der ist ja nur Gesundheitsminister geworden, nicht weil er Ahnung von Gesundheit hat, sondern weil er einfach unumgänglich wurde, weil er in jeder Talkshow da gethront hatte in den letzten 2 Jahren. Und da war die SPD, denke ich mal, so ein bisschen unter Zugzwang, zu sagen, komm Karl, mach jetzt mal, dann kommst du wenigstens nicht mehr so viel in Talkshows vor. Ja. Und jetzt zeig mal, was du kannst. Und er zeigte, er kann nichts. Komisch. Ja. Die Prognose, wir strahlen jetzt aus am Anfang April. Geimpft. Genesen, gestorben, die Prognose, ja, kann man sagen, gut, hat der Karlchen sich vertan einmal, aber er hat dadurch Millionen Menschen in Panik versetzt, die denken, bis Ende März bin ich gestorben, wenn ich nicht genesen oder geimpft bin, völlig falsch. Und so lacht er überhaupt schon jemals richtig? Nö. Er lacht bisher eigentlich immer falsch, aber das wird ihm irgendwie nachgesehen. Entweder nehmen ihn die Medien auch nicht für voll, kann ich verstehen, dass man dann sagt, komm Karlchen, erzähl. Lass ihn reden. Aber dafür hat er halt ungesund viel Einfluss auf die deutsche Politik und so ein Lügner sollte man da nicht freischalten und walten lassen. Er
ist ja jetzt auch so ein bisschen in Panik, weil wir strahlen Anfang April aus. Anfang April sind die Maßnahmen weitestgehend vorbei. Genau, der Druck aus Berlin ist weg. Die Länder haben es schwierig, ihren Bürgern zu verkaufen, dass jetzt das eine oder andere Land schwierige oder hohe Regeln noch hat oder anspruchsvolle Regeln noch hat. Deshalb sind die weitestgehend alle ausgestiegen. Und ich prognostiziere mal, dass das jetzt nicht die allerschlimmsten Auswirkungen auf unser Zusammenleben haben wird. Also unser sowieso nicht, aber auch das Zusammenleben unter den Menschen in Deutschland. Ja, und wir sagen ja auch immer wieder, wer gerne eine Maske tragen möchte, der darf das. Ja, genau. Wer Angst hat, auf Großveranstaltungen sich aufzuhalten, der muss das nicht. Genau. Ist eigentlich gar nicht so schlecht. So wie auch jeder auf der Autobahn 100 fahren kann, wenn er möchte, ja. Wird da keiner gezwungen, 150 oder 420 zu fahren, wie der eine oder andere, wenn er mal Gas gibt. Also das ist eigentlich ein liberaler Ansatz. Masken, man kann sich auch ganz Körper verhüllen, wenn man möchte. Ja. Man muss nirgendwo hingehen. Man kann sich impfen lassen, sagen wir auch immer, so oft man will, womit man will. Das ist also eine freie Entscheidung. So sollte es eigentlich sein. Ja, aber für viele stellt das jetzt eine große Herausforderung dar. Also ich habe ein Interview gelesen mit Christian Schaft hier in Thüringen, der so ein linker Vogel, kann man sagen. Der gab auch schon einen rechten Vogel, den Bernhard Vogel. Ach so, ja. Der ist in voller Panik und er möchte weiter Maske tragen. Und Karlchen hat ja auch versucht, den Aldi und Co. einzubläuen, dass die doch wenigstens sagen sollen, dass die Leute Masken tragen müssen. Also ich sehe da sehr viel Verzweiflung. Gut, aber wir haben ja auch schon herausgearbeitet, dass nicht jede und jeder, der eine Maske trägt, dass es unbedingt schlecht ist. Also, nee. Sagen wir, die grüne Fraktion im Deutschen Bundestag ohne Maske mir vorzustellen, fällt mir schwer. Hm. Sollen sie am besten auflassen. Ja, das stimmt. Also das macht viele, die Sache angenehmer. Für viele hat es auch optisch was gebracht. Das muss man einfach sagen. Ja. Also für viele bringt auch Burka optisch. Das muss man wirklich so neidlos anerkennen. Ja, da kann man auch Ricarda Lang in der Burka mit Maske und Sonnenbrille. Geht eigentlich. Genau. Wobei mir jetzt da andere Begriffe als Burka einfallen würden, die sowas mit Camping zu tun haben. Aber das lasse ich mal weg. Ja. Wir wollen ja jetzt nicht hier irgendwie so grünfeindlich werden. Karl haben wir. Dann haben wir eine Ministerin, die ist noch gar nicht so bekannt gewesen, hat jetzt aber ordentlich Schlagzeilen dadurch abgesahnt, dass sie sich sehr fürs Gendern interessiert hat. Was war das, die CampingplatzbesitzerInnen? Genau, irgendwie sowas. Dummerweise war das gerade während einer Flutkatastrophe, bei der 135 Leute ums Leben gekommen sind. Und sie dort verantwortliche Ministerin im Land war. Ja, Spieglein, Spieglein an der Wand, ne? Ja, wer ist die größte Schande im ganzen Land? Dann müsste eigentlich hier Frau Spiegel aus Rheinland-Pfalz, die wurde ja weggelobt, ne? Ja. Die wurde weggelobt, so wie ich das auch mit dem Frankfurter Oberbürgermeister befürchte. Der hatte also auch eine Anklage wegen Korruption, Bestechung, Vorteilsnahme, irgendwie sowas. Meinst du, er kommt ins EU-Parlament? Ist aber auch noch nicht zurückgetreten. Also den sehe ich schon als nächsten Verteidigungsminister, muss ich sagen. Den Herrn Feldmann, Hoffmann oder irgendwie sowas, der Frankfurter OB. Also man fällt ja nach oben. Mhm. Betrügereien von Giffey nach oben gefallen. Spiegel, jetzt Frau Spiegel, Bundesfamilienministerin, nach oben gefallen nach diesem Desaster in Rheinland-Pfalz. Mit 134, 135 Toten, du hast es erwähnt, keinerlei Konsequenzen irgendwie. Die profitieren natürlich auch so ein bisschen vom Ukraine-Krieg, das überlagert das gesamte Versagen und auch die Aufarbeitung in Rheinland-Pfalz beispielsweise. Aber ich sag mal, das ist natürlich eine sehr hohe moralische Schwelle, ne? Wenn man sich mal anschaut, wie hoch die moralischen Ansprüche der Grünen waren, als sie noch in der Opposition waren. Ja. Ich habe immer noch diese kreischende Hasselmann da vor mir, die sich über alles und jeden aufgeregt hat. Jetzt ist die moralische Schwelle bei 135 Toten. Also alles, was weniger als 135 Tote hat, dürfte eigentlich in Deutschland nicht mehr zu einem Rücktritt führen. Na, das geht ja. Nächste ist eine Verteidigungsministerin, die auf den Bildern, und wir haben sie doch alle vor Augen, oder? Wo sie von diesen zwei Militärs aus dem, was auch immer, gehoben wird quasi. Ja. Wo man denkt, wer hat denn die Oma aus dem Heim geholt? Und so ein Wuschelköpfchen. Vor allem, wer bringt sie denn schnell wieder zurück? So ein Wuschelköpfchen. Ja? Wo man wirklich sich echt schämt, oder? Ja, gut, Frau Lambrecht. Also das Thema hatten wir ja auch schon ein paar Mal angesprochen. Die hatte sich ja sozusagen in den Ruhestand schon verabschiedet als Justizministerin. Da kenne ich sie ja noch sozusagen aus dem Ausschuss und aus ihrer Tätigkeit, die jetzt auch nicht besonders nachhaltig war, außer Kampf gegen rechts, Hysterie gegen rechts. Wollte in den Ruhestand gehen, hat auch kein Bundestagsmandat mehr angestrebt. Und dann wurde wahrscheinlich festgestellt, hups, Scholz hat ja versprochen, die Hälfte des Kabinetts sollen Frauen sein. Ja. So viele Frauen haben wir jetzt gar nicht, die schon mal ein bisschen Ministererfahrung haben. Dann nehmen wir doch mal die Lambrecht. Ja. Deren, wie sagte sie, militärisches wäre nicht so ihr Ding. Mhm.
ist jetzt auch nicht weiter verwerflich, wenn man mit militärisches ist nicht. Ist auch nicht so mein Ding. Allerdings muss man ja dann nicht unbedingt Verteidigungsminister werden, sondern vielleicht irgendwas anderes oder auch gar nichts mehr. Aber das ist natürlich auch ein Armutszeugnis, ne? Sich hinzustellen als jemand, der Verantwortung für Hunderttausende von Leuten, von Untergebenen trägt, Familien dazu, also viele Hunderttausend Menschen. Und dann zu sagen, also eigentlich ist der Job, den ich da machen muss, überhaupt nicht mein Ding. Ja. Aber so funktioniert. Man kann auch Nein sagen, oder? So funktioniert die schlechtesten Auslese in Deutschland. Muss man? Ja. Nein. Oder man kann auch sagen, nee. Also ich persönlich würde nicht Verteidigungsminister machen. Ich kann das nicht. Und deswegen mache ich das. Also militärisch ist es auch nicht so dein Ding. Meinst du ja auch nicht so richtig? Nö. Ja. Deshalb habe ich keine Ahnung von einfach. Eigentlich Leute machen, die davon Ahnung haben. Ja. Und nicht jemand, der keine Ahnung hat und das auch noch jedem sagt, dass er keine Ahnung hat. Ja. Und dann noch dafür verantwortlich, oder naja, verantwortlich im positiven Sinne zu sein, dass man jetzt die ungefähr 300 Milliarden Euro, die der Bundeswehr in den nächsten 3-4 Jahren zufließen werden, auch noch verwaltet, sinnvoll verwaltet oder sinnvoll anlegt. Das kann nur schief gehen. Na gut, Olaf Scholz hat das ja auch schon eingesehen und hat die Beschaffungssache erstmal zu sich geholt. Ich glaube, da war er nicht schlecht beraten, das so zu tun. Wobei, ob er es besser kann, weiß ich auch nicht. Ja, ich auch nicht, aber die kauft nur Einhornkostüme für 100 Milliarden, haben auch nichts gekonnt, oder? Ja. Das geht so nicht. Ja, und dann zu guter Letzt, man kommt ja nicht um dieses Kabinett herum, ohne über Annalena Baerbock zu reden. Ja, von der hört man irgendwie nicht besonders viel, ne, oder? Ist das jetzt gut oder schlecht? Also ich finde es ja gut. Ja. Ja, aber auch die natürlich. Weiß ja meistens nicht mal, wie ihr Gesprächspartner heißt. Das hatten wir auch schon. Ne? Und in welchem Land sie ist, weiß ich, ob das immer so klar ist und worum es überhaupt geht. Aber sie hat, ich denke mal, sie liest ja auch alles ab. Ja, aber schlecht. Aber alles wörtlich ab. Also sie hat wirklich so Vorkoster, Vorkauer. Die das bis aufs letzte Komma ausgefeilt zu machen und dann funktioniert das so halbwegs, wenn sie es vorliest. Ja. Und so richtig frei reden von der Leine lässt man sie, glaube ich, gar nicht mehr. Das ist auch sehr gefährlich. Also so wenig wie Militärisches für Lamprecht ihr Ding ist, ist Äußeres für Baerbock das Ding. Aber sie ist doch Völkerrechtlerin. Ja, promoviert, ne, oder? Ja, in England. Ja, die hat ja jahrelang in England gelebt, kann nur, also noch schlechter Englisch als ich. Es und ist das will ich überseißen, ja. Muss sagen. Ja, also einfach nur peinlich, was ich da so kreucht. Mein Bier da. So. Peinlich, was da so kreucht und fleucht im Bundeskabinett. Ja. Jetzt könnte man noch mit Nancy Faeser weitermachen. Stimmt. Muss man auch erwähnen. Aber wir haben ja nur Frauen. Mit Lauterbach haben wir angefangen. Ja, aber warum sind eigentlich die Frauen so besonders peinlich? Weiß ich auch nicht. Aber ist ja gut, dass du damit anfängst und nicht ich. Ja, aber das ist immer nicht schön. Ich schäme mich immer besonders für peinliche Frauen. Ja gut, wir können aber auch natürlich Lindner. Also wenn man da weitermacht, der sieht es vielleicht ein bisschen besser aus als Lamprecht, oder? Ja, kann man sagen. Aber natürlich auch ein Lügner vor dem Herrn, ne? wie Klabauterbach. Steuererhöhung schließt er noch aus. Neuverschuldung hat er ausgeschlossen. Ist inzwischen schon im vierstelligen Milliardenbereich, so auf die Jahre gerechnet. Impfpflicht völlig verneint. Impfzwang, nein, wird es mit der FDP nie geben. Also ein Wortbruch, eine Umfallerei der FDP nach dem anderen. Was die Impfpflicht, Impfzwang angeht, wissen wir nächste Woche mehr. Genau, bei der nächsten Sendung können wir das wahrscheinlich schon thematisieren. Ich bin gespannt. Ja, es wird ja öfter mal gesagt, ja, ihr dramatisiert das Ganze ja, Impfzwang, da redet ja keiner von, sondern nur von der Impfpflicht. Das ist natürlich Augenwischerei. Wenn man sich mal in die Gesetzentwürfe reinfuchst und die mal durchliest, da ist ganz klar von Zwangsmaßnahmen am Ende die Regel, die Rede. Zwangsgeld, ja, Zwangsmaßnahmen auch, Verwaltungsvollstreckung, Zwangsmaßnahmen sieht das öffentliche Recht in Deutschland ja vor, das Verwaltungsrecht. Also es ist nicht verkehrt, von Impfzwang zu reden. Es ist nicht verkehrt, ne? Von Impfzwang zu reden. Also das war jetzt Lindner. Welche Männer haben wir denn noch? Heil? Habe ich auch gar nicht gesehen. Nö, der macht. Ist der da? Ja, der hat die Tage mal eine Rede gehalten, weiß gar nicht, wo, da ging es um Rente irgendwie. Aber ist ziemlich verhält sich unauffällig. Ja, die sind natürlich jetzt alle so ein bisschen im Hintergrund, weil der die Außenpolitik und die Verteidigungspolitik eine Rolle spielt. Ne? Wen haben wir noch? Buschmann. Der kommt, da werden wir auch noch die eine oder andere Sendung wahrscheinlich zu drehen, damit seinem Verantwortungsgemeinschaftsgedöns, also nicht nur Ehe für alle, sondern auch Ehe mit vielen und alle irgendwie sowas, da kommt ja noch einige auf zu. Dann dieses habe ich ja auch schon thematisiert. Selbstbestimmungsgesetz oder was da so kreucht und fleucht. Also das Mann, Frau, man weiß es nicht genau. Was ja durchaus Auswirkungen hat, wenn man irgendwas nicht will, ist man halt der andere. Frauenparkplatz braucht man eigentlich gar nicht mehr auszustellen, dann, ne, wenn ich da aussteige. Ja. Solche Geschichte. Wenn dann jemand sagt, warum parken Sie hier, dann rufst du dreckiger Nazi, wie kommst du darauf, dass ich keine Frau bin? Du Sexist. Ja, widerlich. Kannst du das nicht nur am optischen Eindruck festmachen. Ja, schrecklich. Welche Männer haben wir noch? Ach,
Es reicht. Gibt nicht viele, ne? Also Nancy Faeser ist ja kein Mann, also zumindest nicht? Weiß ich nicht. Ja gut, die hat sich auch völlig verrannt natürlich, aber das war ja absehbar, ne? Dass das, wie sowas läuft hier. Wo sie sich in letzter Zeit zwei- oder dreimal geäußert hat, dass sie alle Extremismusarten bekämpfen möchte. Dann ist sie ja voll auf AfD-Kurs. Möglicherweise hat also irgendein Berater ihr dazu geraten, sowas zu sagen. Ja, dass man nicht zu sehr auf dem linken Auge blind ist. Ja. Ich glaube, das reicht. Es wird ja auch nicht besser, wenn man länger drüber redet. Aber ich würde sagen, gibt es wirklich nicht noch Habeck? Gibt es ja auch noch. Als Mann. Ja. Der hat auch schon Haare gelassen, so in den letzten Wochen. Ja, Habeck. Habeck in Katar, ja. Ne? Also vom Regen in die Traufe. Nein, wir machen es jetzt unabhängig von russischem Gas, weil das ist ja alles, in Russland sind nur Verbrecher, aber in Katar sind ja eigentlich jetzt, bis auf das Katar momentan keinen Angriffskrieg führt, nicht viel anders, ne? Was Meinungsfreiheit, gut. Frauenrechte angeht und solche Geschichten. Da haben wir nichts mehr dagegen. Ist alles sehr kompliziert. Diese grüne Logik, da kommst du nicht hinterher. Also er treibt den Teufel mit dem Beelzebub raus. Ja, das stimmt. Den Spruch gibt's, ne? Ja, ja. Der ist aber nicht mehr so en vogue. Wir machen mal so ein bisschen ein paar Sprüche aus der alten Zeit. Aber wir machen jetzt Schluss. Jo. Und machen weiter mit dem Kreisjugend. Nee, Kreissportverband. Ja. Ne? Kreissportbund. Zum Kreissportbund gehen wir jetzt. Ja, und dann schauen wir weiter. Genau. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Nächste Woche aus Berlin. Mit 3 Jahren und einer Woche. Genau. Also 100 Tage Regierung und wir haben jetzt über 1000 Tage 5 Fragen, 5 Antworten. Toll. Auf die nächsten 1000 Tage. Mindestens. Tschüss.